Mein Gott, das Klo bricht auseinander. Wir machen heute mal wieder eine Aushalten-Challenge, aber Leute, diesmal in der Geschwister-Edition. Das heißt, wer von uns beiden am meisten aushält, der gewinnt. So ein Idiot. Leute, wir machen heute wieder 4 Challenges und wer am Ende länger aushält, der hat gewonnen. Und es wird sehr, 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 sehr krass heute. Wir haben etwas sehr Krasses draußen im Garten stehen, was mega krank ist. Ihr werdet es gleich sehen, weil wird auch immer schlimm heute. Es geht natürlich mal wieder um den wunderschönen Geldkoffer, Leute. Den hat letztens nämlich keiner mehr gewonnen. Den habe ich mir wieder zurückgeholt. Das heißt, vielleicht geht der Geldkoffer immer noch heute an mich. Wir werden sehen. Er geht an mich. Ja. Yeah. Ich würde sagen, fangen direkt an mit der ersten Challenge und zwar ist Mama mit dabei. Wir werden jetzt gleich unsere Augen verbunden haben und Mama hat uns ein paar Gerichte vorbereitet. Meine Lieblingsgerichte. Ja. Yeah. Wer länger die Nase an diesen leckeren Gerichten halten kann, der hat gewonnen. Wer als erstes die Nase weggezogen hat, der hat verloren. Also wer hält länger aus, seine Nase an leckeren Gerichten zu haben? Naja, bist du bereit dafür? Ja. Also Leute, die Nase muss 5 cm an dem Gegenstand dran sein. Wenn Mama, du bist der Schiedsrichter. Aua, aua, aua. Was machst du da? Au. Okay. Lea, bist du bereit? Nein. Ich möchte nicht, ich hasse Gestänke. Jetzt setzt du hin, nein! So, Lea, bist du bereit? Nein. Doch, du musst jetzt bereit sein. 3, 2, 1, go. Lea ran, Lea. Mal Lea ran. Oh Gott, mein Gott, der ist ja. Du hast Tränen in den Augen. Ich kotze. Was ist denn hier ekelhaft? Ich glaube, ich verliere. Erste Runde geht an. Wir werden jetzt gleich so einfach gucken. So, Kellnerin, wir hätten gerne das nächste Gerücht. Mama, Lea, wie viel Zeit ist hier in diesem Restaurant bis jetzt? Gar nicht. Lea, das nächste Gericht kommt. Okay, wuhu! Gammelfisch! 3, 2, 1. Hopp, hopp, hopp! Bambus, mach dir Sachen. Gib auf! Hier, komm schon! Gib doch auf! Weg dir der Scheiße! Ja, es war so eklig. 1 zu 1, Lea, die letzte Runde entscheidet. So, jetzt kommt die Geheimwaffe. Was ist das? Okay, Lea, bist du bereit? 1, 2, 3, go! Lea, komm nicht so viel! Was ist das? Oh, ist das? Was ist das? Was ist das? Seid ihr bescheuert? Was ist das überhaupt? Lea, hast du das Auge gegeben? Ist los, Jens, ist los! Oh, Schluss! Das war die schlimmsten 5 Minuten meines Lebens. Aufgabe 1 vorbei. Es geht weiter. Leute, seid ihr bereit für die richtige Challenge? Wir hatten natürlich jetzt nur eine Voraufgabe. Lea hat tatsächlich gewonnen. Das heißt, du hast einen Vorpunkt vor mir. In der Hauptchallenge kann ich natürlich jetzt immer noch gewinnen. Denn, meine Freunde, ich würde sagen, wir gehen mal kurz nach draußen und zeigen euch das große Finale. Lea, komm mit. Hast du schon gesehen? Wir haben da etwas Tolles platziert. Komm mit, komm mit. Das wird jetzt nämlich die Aushalten-Challenge. Darin musst du gleich bleiben. Ein richtig ekliges Dixie-Klo. Also, ich liebe diese Dinger, das ist so geil. Hier, in diesem Ding hier, das wird gleich abgeschlossen, dann werden wir 24 Stunden drin verbringen. Beziehungsweise vielleicht auch mehr als 24 Stunden. Vielleicht müssen wir ja auch ein ganzes Jahr drin verbinden, Erik. Nein, vielleicht dauert es auch gar nicht so lange, weil Mom hat nämlich schon gesagt, dass es fürs Finale was vorbereitet hat. Ich habe was sehr Gutes vorbereitet. Dann denkst du wirklich, wenn du das machst, dann gehen wir aus dem Klo raus, oder was? Mit Sicherheit. Was machst du? Ich muss da nur mal kurz eben nochmal weg. Wo gehst du denn hin? Zum Stall. Was willst du beim Stall holen? Ich habe ein bisschen Angst, ich sag's mir das. Und ich würde sagen, bist du bereit, Lea? Na. Boah, das ist sogar benutzt. Geil. Rein ins Klöchen. Los, jetzt los. Geh doch vor. Und die Challenge geht los. Nein, komm jetzt raus. Lea, hör auf. Lea, du gewinnst den Geldkoffer nicht. Boah, ist das heiß hier drin. Alter, es ist auch noch 50 Grad heute. Komm jetzt rein. So, und jetzt machen wir die Tür zu. Jetzt sind wir 24 Stunden in einem Dixie-Klo. Keine Freude. LOL, hier bist ja du, Lea. So, jetzt sind wir hier. Ich will da
das nicht. Komm, geh mal darauf. Wir müssen ein bisschen Spaß haben, Lea, in diesem Klo. Wir sagen mal, hier ist auch Guck mal, da ist ein Diktatur-Spiel. Oh mein Gott, hier ist ein Diktatur, geil. Ist ja auch Toilettenpapier? Ja. Dun, dun, dun. Geh doch raus, Lea, du wirst jetzt hier gleich 24 Stunden mit so einem nervigen Menschen wie mir verbringen müssen. Los, dreh dich. Juhu. Da, da, da. Der Spaß für die ganze Familie. So, Lea, ist das nicht hier eine tolle Zeit? Boah, ich schwitze hier wie ein Aal. Ich würde sagen, Lea, wir bereiten noch meine erste Sache vor. Es riecht hier nicht so richtig nach Dixie, finde ich. Ich hab auch. Nein. Nein. Du hast es nicht auch vorbereitet. Doch. Aber ich bin noch schlauer als du. Nein. Nein. Digga, du darfst nicht rausgehen. Das ist verloren. Mach nur die Tür. Nein, Tür muss auch zu sein. Mach die Tür zu. Boah, du spielst noch einen einzigen Schritt. Mach die Tür zu, sonst hast du die Challenge verloren. Du spielst du mehr. Was ist an deinem Kopf? Nein, 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 nein. Wir sind noch nicht draußen. Okay, lass uns das beide wegtun, okay? Schmeiß raus. Okay, ich werf's weg. Oh, stinkt das jetzt hier drin. Nein, Tür jetzt. Also, du musst jetzt verriegelt bleiben, es reicht jetzt hier. Boah, stinkt das so nach Scheiße jetzt, Leute. Okay, ich würde sagen, wir verbringen jetzt hier mal ein bisschen Zeit. So langweilig. It's going to go. Hey, 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 Huga. Ich dreh langsam durch. Ah, ich hab meinen Kopf dabei gestoßen. Ich mach dann immer wieder. Weil es irgendwie lustig ist. Es wird langsam Zeit für die zweite Sache, die ich habe, um dich hier rauszuschmeißen. Yep, yep, yep. Es wird uns beide sehr nerven. Dafür darf ich nämlich sogar kurz rausgehen, wenn man seine Challenges holt. Oh, ist das schön, hier kurz raus zu sein. Nee, 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 nee. Das letztens hat nämlich schon sehr gut geklappt bei Keanu. Jetzt würde ich sagen, machen wir das nochmal. Und diesmal habe ich sogar zwei und nicht nur eine. Das beste Video von allen, oder Lea? Jetzt wird's hier ein bisschen eng. Nein. Yeah. Jetzt wird's voll hier drin. Scheiße. Das warst du, Leute. Das ist Mom. Der Mom ist beim Stall. Hallo! Geh jetzt raus. Das ist voll unangenehm hier drin. Junge, ich schwitze wie ein Affe. Ja, ey, los. Die Tür steht hier offen. Nee, ich bleib drin. Das wird auch viel schlimmer, glaub mir. Wir mussten jetzt was ausmachen, weil langsam wird es ein bisschen zu eng. Klebt alles und es stinkt und es ist wieder nicht und es ist eng und es ist kacke und ich will hier raus. Dann geh jetzt raus. Nein. Ich drück die Scheiße gegen dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das Klo bricht auseinander. Das Klo bricht auseinander. Hör lieber auf. Das Klo ist auseinandergebrochen. Ah, kurz, wir müssen kurz einmal... Wir müssen jetzt rausgehen. Leute, das ist so eng. Ich hab noch eine Waffe. Nein! An der du nicht raus bist. Nein! Ja! Ey, Mann. Aber ich hab noch einige Sachen für dich, Lea. Boah, ich schwitze. Guck mal, wie ich schwitze. Ja. Okay, Lea, eine Sache fehlt natürlich noch, was man hier machen muss. Hast du nicht auch langsam Durst? Ja, sehr. Hier ist schönes Toilettenwasser drin. Da habe ich ein leckeres Glas. Nein. Ich würde sagen, wir trinken jetzt mal ein schönes Toilettenwasser-Gewässerchen, oder? Doch, doch, doch. Mach mal hier auf, das Ding. Mach zu. So. Bist du ein Schluck. Du machst das wirklich, als ob... Ey, alles nass jetzt hier. Upsi. Oh Mann. So, Leute, wir haben jetzt hier und wir haben jetzt ein bisschen aufgeräumt, dass wir sagen, ich habe jetzt nur noch diese wunderschöne Kamera. Aber ja, was wir jetzt machen, wird sehr, sehr krank. Leute, für die nächste Aufgabe habe ich mir etwas mega Fieses ausgedacht. Ich wollte eine Rauchbombe zünden. Na, was ist das? Ich weiß es selber nicht genau, wie das... Was ist das? Ja, ich habe dann auch gemerkt, das war eine sehr dumme Idee. Hab das Ding dann auch sofort rausgeworfen und wir sind beide rausgegangen, weil da kann man ja nicht drin sein mit so einer Rauchbombe. Was ist hier passiert, Alter? Was ist hier passiert? Okay, das tut mir leid, ich hätte nicht gedacht, dass es so eskaliert. Wir haben immer noch ein bisschen was drin. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal wieder rein. Alter, das war zu krass. Aber keine Sorge, es hätte niemand was passieren können, also alles gut. Ich würde sagen, jetzt wird es Zeit für das große Finale, was meine Mom sich ausgedacht hat. So, wir sind wieder drin. War das echt toll? Das war wirklich eine sehr dumme Idee, Leute. Mach das nicht nach. Wir machen die Kamera auch gerade nur an, weil wir was gehört haben. Und zwar, Moms Auto ist gerade wieder angekommen. Zurück. Ich glaube, es wird euch sehr schlimm. Das Finale steht, glaube ich, an. Das Finale. Also ich glaube... Oh mein Gott. Hallo? Ding Dong. Ja, ich würde sagen, ihr habt die letzte Chance, jetzt noch scheißefrei da rauszukommen. Scheiße? Warte mal, was für Scheiße? Ja, ich war ja jetzt gerade mal kurz shoppen, ne? Nein. Du hast die echte Scheiße. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott, ich will weg hier. Musst du noch ein bisschen äppeln da? Ah! Nein. Ja, nein, 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 nein. Ihr bist so kacke.
Nein, nein, nein. Das hast du nicht jetzt. Was für raus? Nein, ich will gewinnen. Das ist die letzte Chance, scheiße voll rauszukommen, ne? Niemand hat die Scheiße. Ja, scheiß drauf, komm los, hopp! Das geht zu weit. Ich bin raus. Das ist echt eine Scheiße! Das ist schöne Pferdescheiße von Valli, hab ich gerade geholt. Ist eigentlich ein ganz gutes Feeling. Willst du mich verarschen? Nein, das ist gar keine Scheiße. Warte mal, Paddock-Scheiße. Aber es ist wahrlich mal richtige Scheiße. Oh nein, warum bin ich rausgegangen? Ich hab verloren. Wow. Ich hab echt gedacht, du wärst so geisteskrank und hättest du... Lea, du hast diese Challenge gewonnen. Der Geldkoffer geht an dich. Wow, kann ich jetzt rauskommen? Ja. Wow.